Haben wir uns da durch oder machen wir da eine Kurve? Na, machen wir lieber eine Kurve. Bis hier. Na? Bin ich aber schon viel zu hoch, oder? Eins, zwei, bis hierhin sollte die Mauer eigentlich nur gehen. So. So. Da müssen wir doch einiges hier rausscheppern. Zumindest in der Ecke. Aber auch nicht sehr lange. So. Dann wird das hier der Geflügelzoo. So, was ist denn jetzt nochmal die richtige Höhe? Also hier sind schon zwei drauf. Das heißt, hier sollte ich eigentlich schon fast noch eine Reihe wegnehmen, damit ich es gleich richtig setzen kann. So, also das hier ist dann die Grundhöhe. Ach, das ist doch prima. Guck mal, da ist sogar noch Kohle drunter. Nehmen wir dankend an uns. So. Theoretisch könnten wir dann unser altes Vogelbad dort irgendwie auch mal abbauen. Ist das richtig? Ja. Und dort irgendwas, ich weiß nicht, zeitgemäßeres hinsetzen. So, der Vogelwerfer wird in die Mitte gesetzt. Und wird einfach an die Wand hier ballern, weil das ist so gesehen der höchste Punkt. Und da kann nichts schief gehen, nicht dass uns die Hühner nachher über die Mauer fliegen und dann haben wir den Salat. Dazu bauen wir eine Schleuse ein, also eine Doppeltür, damit wir das Areal betreten können, ohne gleich fünf Hühner denen Freiheit zu geben. Das habe ich aber scheiße gemacht hier. So. Dann können wir schon mal anfangen, hier diese Lücke auszustopfen. Ist das überhaupt richtig? Ja. Ja, ist alles richtig, bitte. Theoretisch brauchen wir den Dispenser gar nicht hochsetzen. Das würde reichen, wenn der auf Bodenhöhe ist. Wie beleuchten wir den Mist hier? Ich würde sagen, wir setzen einfach ein paar Kürbislaternen in den Boden. Hier kann ich dann auch wirklich meinen Doppelspawner ausprobieren. So. Dadurch ist der Angler-Shop jetzt quasi wieder passé und wir machen was anderes.
Oh, hier wird's ja doch ganz schön hoch. Oh, zum Glück noch ein paar rein. Ja, da hinten müssen wir noch zwei Reihen wegnehmen. Huch. Ach, das Loch. Das hatte ich ja ganz vergessen. So. Eigentlich könnten wir dahinter schon beginnen, unsere Weizenfelder hinzusetzen, oder? Ach, das wird auch schön, aber das dann wirklich als nächstes Jahr, das wird ein Riesenaufwand, das alles platt zu kriegen. Und drumherum machen wir dann überall schon kleine Holzwände hin. Nur ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich das beleuchten will. Das Einzige, was mir einfällt, wären fliegende Kürbisse, was in der Größenordnung in Frage käme. Aber vielleicht gibt es ja bis dahin schon einen neuen Block. Bis dahin wird ja wohl die 1.9 draußen sein. Vielleicht auch die Mod-API, da habe ich auch noch einen Block, der Beleuchtung bringt, nämlich die dicke Kerze. Oder die dicke Fackel eher. Auch schon gesprightet. Also quasi eine Fackel, die einen ganzen Block ausfüllt und die man auch als Block setzen kann. Nur drüber kann man nichts setzen, weil da ist dann die Flamme. Das wird programmtechnisch das Einzige sein, was vielleicht Probleme machen wird. So. Wir machen jetzt kurz Tag. Gehen schnell zurück. Obwohl, nee, die Kürbisse holen wir nachher, wenn wir Redstone und den ganzen Scheiß holen. Redstone, bisschen Eisen. Quarz brauchen wir. Die Fackel sieht auch irgendwie genial aus, wie sie so da leuchtet. Ich meine, wie so ein Flammenwerfer, den ich in der Hand halte. Ich wäre ja immer noch sehr dafür, dass Fackeln, die man in der Hand hält, wirklich Licht geben. Das wäre so das Einzige, wo ich noch sage, ja, das wäre wirklich noch was. Ansonsten bin ich mit Minecraft schon sehr zufrieden. Hat sich gut entwickelt die letzten Jahre. Und wir können ja sagen, wir haben wirklich hier jede Version gespielt, die seitdem rauskam. Vielleicht mal den ein oder anderen Snapshot-Übersprung, aber so die großen Versionen. Seit Anfang der Beta 2.1 war das, glaube ich, oder 2.2, war hier alles dabei. War doch richtig. Wollte schon sagen. Wieder zurück und jetzt rennen wir einfach im Kreis hier rum. Es ist natürlich auch wieder jede Menge Dreck, den wir bei den Pyramiden benutzen können. Ja.
haben wir fast nur noch die Zweier vor uns. Es macht so viel nicht Spaß mit dieser lahmen Schaufel. Und der letzte Rest. Und damit haben wir eine schöne flache Ebene geschaffen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da kommen später die Kürbisse rein. 1, 2, 3, 4. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und einer ganz am Rand. So. Ne, eins zu weit. Der hier ist einfach. Jetzt hoffe ich mal, ja, dass der noch drin ist. Sehr schön. Dann haben wir da nämlich auch Licht. Dahin. So, jetzt fehlt nur noch die Technik. Die werden wir hier hinstellen. Da kommt dann Eingang und Schleuse und gleichzeitig auch die ganze Spawn-Technik drüber mit den zwei Uhren, bestehend aus vier Sensoren oder wie heißen sie? Komparatoren. Und vier Verstärkern. Oh ja, schon wieder ein halbes Deck drin. Das werden wir natürlich auch noch mal ein bisschen weiter beschleunigen zwischendurch. So. Alles, was wir jetzt nicht brauchen, kommt erstmal hier rein. Den Kabel behalten wir erstmal. Das. Zurück, hier haben wir Redstone, hier haben wir noch mehr Redstone. Da haben wir schon mal zwei Verstärker. Die anderen Dinger. Dazu brauchen wir Quarz. Quarz. Haben wir keinen mehr, oder? Nicht hier. Da haben wir diesmal jede Menge Cleanstone, um uns die Dinger zu craften. Eisen und einen Bogen. Zwei Bögen. Gestern noch in der Hardmode-Aufnahme gemacht. Heute weiß ich schon nicht mehr, wie sie gehen. Nee, du nicht. So. So. Oder. Ah, nee, das war ein Stöckchen. So. Da. Huh. Krieg ich noch hin.